Promi-Geflüster macht wieder Station am Bodensee, Seebühne, Schlagernacht, beziehungsweise jetzt heißt es Schlagerparty. Hast du das schon mitgekriegt? Ja, heute habe ich es mitbekommen. Ich habe mir gesagt, Schlagernacht der Stars. Und dann habe ich gesagt, na, das heißt jetzt Schlagerparty. Ja. Das ist was anderes. Ja, es muss alles modernisiert werden. Es ist so neue Namen. Ja. Aber es bleibt, glaubt, alles wie es war. Gleich, genau. Und du passt da jetzt gut rein, auch wenn du keinen Schlager direkt machst. Das ist ja eigentlich doch eher die rockige Richtung, was du eingeschlagen hast. Ja, es ist so, das hat sich auch das Publikum sehr geändert. Ich habe da ein bisschen, war jetzt gerade bei Andy Borg draußen und der hat seine Fans und wenn man denkt, Andy Borg ist, glaube ich, schon über 40 Jahre auf der Bühne und hat seine Fans wirklich mitgenommen und jetzt habe ich auch gesehen, wirklich so Teenager und wirklich und ich glaube, das fehlt was dabei und die Musik ist so offen und es gibt keine schlechte Musik. Oder man, entweder man mag es oder mag es nicht, aber ich glaube, bei so einer Atmosphäre auf dem See oder am See, ich glaube, da liebt man jede Musik. Das ist richtig, genau. Also deswegen machen die ja auch hier die ganzen Opern und Oper richtigen harten Klassik-Sachen, genau. Die kann man hier gut genießen, wenn der Schlager nicht da ist. Und gestern, glaube ich, der Tag davor war sogar die 90er-Party. Ja, ich habe ein paar Videos gesehen. Es muss wahnsinnig gewesen sein. Ja, es ist auch diese Sparte. Da waren sicher auch Leute, junge 16-, 17-Jährige, aber auch über meinem Alter. Das ist, wo Musik ist, ist Leben und vor allem bei dem Wetter. Wahnsinn. Ja, genau, kann man genießen. Und ich muss mir jetzt wieder an, ich glaube, letztes Jahr waren wir hier, da, oder vor zwei Jahren schon wieder. Vorletztes Jahr, genau, wo du mit dem Johnny hier eine schöne Musiknummer da von dir gegeben hast. Kann man sowas heute wiederholen, meinst du? Johnny ist nämlich heute auch da. Ja, ich habe, Johnny hat bei mir angerufen und gefragt, ob er meine Gitarre haben darf. das haben wir doch letztes Mal schon gehabt. Ich habe es ihm auf die Kabine gelegt, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Keine Ahnung, vielleicht geht es aus, vielleicht auch nicht. Schauen wir, aber wir versuchen es irgendwie. Er ist auch ein cooler Typ, von daher denke ich mal, wird er schon wieder hinhauen. Das habt ihr gut hingekriegt letztes Mal. Ja, cool, ja. Ich habe es auf YouTube gestellt und also so etwas ist immer besonders, weil er ist Musiker von der Sohle bis zur Haarspitze und das bin ich auch und wenn solche Typen aufeinandertreffen, dann das ist... Wenn ich jetzt grob so zurückrechne, wie lange ist es denn her, wo wir uns die erste CD bei dir mitgefeiert haben, die CD-Taufe? Sind es schon fast wieder 8 Jahre, 9 Jahre? Oh, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind über 10 Jahre. Also ganz sicher, vielleicht 12, 13 Jahre. Ja, ich weiß, ich war mit meinem Medium noch recht jung dabei, genau. Was gibt es jetzt Aktuelles von dir? Also ich bin nach wie vor sehr fleißig im Studio und sehr kreativ. Ich habe sehr viele Live-Auftritte. Ich war mit Andreas Gabeli auf Tour als Support Act. Wir haben wirklich eine tolle Zeit gehabt und habe viele neue Fans gewonnen. Ich bringe eigentlich immer jedes Quartal eine neue Radiosingle raus. Es gibt einen Sommertitel auf dem Markt, einen Sommer lang. Und ich habe vorgestern gerade einen neuen Titel fertig gemacht, der heißt Ein alter Mann. Ein bisschen spirituell, was zum Nachdenken. Ich denke, dass der am Anfang Oktober rauskommt. Habe aber schon wieder ein Weihnachtslied parat und bin schon wieder am Arbeiten für den Frühling, für was Rassiges. Da soll ein Titel rauskommen, der heißt, glaube ich, Alles ist Liebe und ja, ich bin sehr kreativ und ich hoffe, dass ich das noch lange sein kann. Ich habe ja gestern Maffei 70 Jahre, habe ich vorgestern das Konzert angeschaut und immer wenn ich sowas anschaue, denke ich mir, hey, schau, ich bin jetzt 47 und denke, ich habe noch viel, viel Zeit und er ist super beieinander mit 70 Jahren, Wahnsinn und auch ein Riesenvorbild, was das anbelangt. Okay. Na schauen wir mal, ob wir uns in 70 Jahren auch nochmal hier treffen. Also nicht in 70 Jahren, mit 70, in 20 Jahren etwa. Ja, ich hoffe es schon. Also, die Jahre wird man nicht ganz schaffen. Das nicht ganz, ja. Aber ich denke schon, dass ich hoffe es. Also ich sage immer, ich möchte so lange Musik machen, solange es geht. Und die Musik hält jung, fit. Und ich denke schon, also ich möchte schon 90 werden. Okay, wenn es dann hier das Festspielhaus noch gibt in der Form, dann treffen wir uns hier wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem muss ich sagen, die Musik, die ich mache, wie wir vorbesprochen haben, ich mache ja alles, ich mache Crossover, es ist ja nicht Schlager in dem Sinn, was ich mache, ich liebe deutsche Musik, mache Rock'n'Roll und ich glaube, das ist Musik, die kann man dann auch mit 70 und 80 und 90 Jahren auch singen und spielen.
Definitiv. Ist unvergänglich. Der Rock'n'Roll sowieso. Ne? Sehr Elvis. Ja, sicher. Ich habe auch, heute werde ich auch obwohl es Schlagernacht heißt, eine lässige Rock'n'Roll-Nummer singen. Also und zwar so: Well, come on, baby, we got shaky going on. Well, come on, baby, we got shaky going on. Oh, baby, we got a whole lot of shaky going on. Ich glaube, das mögen die Leute sehen. Das klingt gut, sehr gut. Also, ihr könnt gespannt sein. Also, schade, dass ihr nicht hier seid. Die, wo jetzt nicht hier sind, die haben es leider verpasst. Aber dann das nächste Mal wieder. Wo kann man was finden über dich? Homepage, ja, und Social Media? Das hat sich natürlich auch sehr geändert, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Da gab es nur Homepage. Jetzt habe ich schon WhatsApp-Gruppen und Facebook und Twitter und Instagram. Instagram und ja. Also man findet mich überall und ja, wie gesagt, ich poste jeden Tag was und also, heutzutage ist es ja ganz einfach. Genau. Wolfgang Frank eingeben bei Google und dann kann nichts schiefgehen. Da gibt es dann noch einen Seemann, Wolfgang Frank. Stimmt. Und einen Fußballtrainer, der ist leider gestorben, das war ein Österreicher. Aber wenn man Wolfgang Frank, österreichischer Musiker, eingibt, dann findet mich schon. Dann findet man dich, genau. Also, das macht mal alle, dann könnt ihr wirklich tolle Musik erfahren. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und vielleicht kriegt man nachher noch einmal eine kleine Musikeinlage zusammen mit Johnny hin. Ja, schauen wir, gell? Genau. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald mal live irgendwo. Ciao, euer Wolfgang Frank. Tschüss.